MDR aktuell. Das Nachrichtenradio. Der Brexit-Deal kann am 1. Januar starten. Darüber werden wir berichten in der nächsten Stunde. Ich verabschiede mich, wünsche Ihnen noch eine gute Nacht. Mein Name ist Uta Georgi und jetzt die Nachrichten mit Alexander Terhorst. Die ARD Infonacht. Nachrichten. Bundesgesundheitsminister Spahn dämpft Hoffnungen auf baldige Lockerungen der Corona-Einschränkungen. In den ARD-Tagesthemen sagte Spahn am Abend, man sei bei den Infektionszahlen bei weitem noch nicht da, wo man hin müsse. Deshalb werde es ohne Zweifel auch nach dem 10. Januar noch Maßnahmen geben. In welchem Umfang werde man mit den Ländern beraten? Sachsen kündigte bereits weitere Verschärfungen an. Wie Gesundheitsministerin Köpping am Abend in Dresden mitteilte, reiche bei der Einreise aus ausländischen Risikogebieten schon ab Silvester die häusliche Quarantäne nicht mehr aus. Vielmehr müssten sich die Reisenden auch auf eigene Kosten testen lassen. Ab dem 11. Januar werde die Testpflicht für Grenzgänger und Berufspendler in die Nachbarländer ausgeweitet. Sie seien dann verpflichtet, sich mindestens zweimal wöchentlich testen zu lassen und das ebenfalls selbst zu bezahlen. Die befristete Senkung der Mehrwertsteuer hat offenbar nur geringe Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum gehabt. Wie das Handelsblatt berichtet, geht das aus einer Studie des IFO-Instituts hervor. Danach liege der Konsumeffekt bei 6,3 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sei der Binnenkonsum um 0,6% gestiegen. Die Senkung habe den Staat jedoch 20 Milliarden Euro gekostet. Kosten und Nutzen der Maßnahme stehen damit laut IFO in einem eher ungünstigen Verhältnis. In Bosnien sollen obdachlos gewordene Migranten aus dem Nordwesten des Landes in eine feste Unterkunft gebracht werden. Das sagte Innenminister Cikotic in einem Nachrichtenportal. Die Menschen kämen in eine ehemalige Kaserne der bosnischen Armee. Die neue Unterkunft befindet sich in der Nähe von Sarajevo. Die Internationale Organisation für Migration hatte das bisherige Aufnahmelager Lipa geräumt. Sie kritisierte, dass die bosnischen Behörden ihre Zusagen nicht eingehalten hätten, das Lager winterfest zu machen. Hunderte Flüchtlinge müssen derzeit bei Schnee, Kälte und Nässe unter freiem Himmel leben. Die russische Justiz hat ein weiteres Verfahren gegen den Regimegegner Nawalny eröffnet. Behördenangaben zufolge wird ihm groß angelegter Betrug vorgeworfen. Er soll umgerechnet knapp 4 Millionen Euro Spenden an gemeinnützige Organisationen für persönliche Zwecke abgezweigt haben. Angeblich verwendet er das Geld unter anderem für Urlaube im Ausland. Nawalny hält sich derzeit in Deutschland auf. Er erholt sich dort von den Folgen eines Giftanschlags im August in Russland. Die Handballer des THW Kiel haben zum vierten Mal die Champions League gewonnen. Im Endspiel des Finalturniers in Köln bezwangen die Norddeutschen am Abend den großen Favoriten FC Barcelona mit 33:28. Den dritten Platz sicherte sich Paris Saint-Germain durch einen 31:26 Erfolg gegen den ungarischen Vertreter West Brem. Das Wetter, die Temperaturen von 22 Uhr. In Berlin klar bei 2 Grad, Dresden klar 1 Grad. Erfurt wolkig 2, Frankfurt am Main gering bewölkt 2 Grad. Hamburg stark bewölkt 3. In Magdeburg stark bewölkt 2 Grad, Mainz stark bewölkt 2, München wolkig 3 Grad. Potsdam klar bei 2 Grad, Saarbrücken stark bewölkt 3, Schwerin bedeckt 4, Stuttgart leichter Regen 3 Grad. Die Vorhersage heute Nacht von den Alpen bis nach Ostsachsen aufgelockert oder klar, sonst gebietsweise etwas Regen oder Schnee. Tiefstwerte von Nordwest nach Südost plus 3 bis minus 4 Grad. Tagsüber im Osten zum Teil auch südlich der Donau gelegentlich Sonne, sonst mehr Wolken, gebietsweise etwas Regen oder Schneeregenschauer. In den höheren Lagen auch Schnee. Die Tageshöchstwerte 1 bis 6 Grad, an der Nordsee stürmisch. Am Donnerstag teils bewölkt, teils heiter, im Norden und Südwesten Schauer und leichter Temperaturrückgang.
Staus und Behinderungen auf folgenden Strecken. Im Moment liegen keine Verkehrsmeldungen vor. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt. Soweit der Verkehrsdienst. Die Zeit 23.05 Uhr. Die ARD-Infonacht. Willkommen zu dieser ganz besonderen ARD-Infonacht, sagt Jan Breuer. Denn diese ARD-Infonacht ist die letzte aus den Studios von MDR aktuell in Halle an der Saale. Ab morgen bringen Sie dann die Kollegen des NDR gut informiert durch die Nacht. Heute aber nochmal ein letztes Mal also vom MDR aus Halle an der Saale mit Jan Breuer am Mikrofon in den nächsten Stunden. Wir schauen jetzt zunächst erstmal nach Brüssel. Die 27 EU-Staaten haben nämlich dem Start des